liebe AfD, liebe Mitglieder, liebes Gästepublikum, das sich nach allen Kräften bemüht, uns noch enger zusammenzubringen. Ich glaube, wir zeigen an diesem Nachmittag auch bei dem Wetter, dass uns jetzt nicht mehr ganz wohl gesonnen ist, dass die AfD vorbereitet ist, auch in schwierigen Zeiten zusammenzustehen und dass wir eines auf jeden Fall meistern, die letzten zwei Wochen bis zum 14. Mai, wenn dieser Landesverband mit einem grandiosen Ergebnis in den Düsseldorfer Landtag einzieht, meine Damen und Herren. Wir stellen ja immer wieder fest, dass die AfD mit allerlei Etiketten belegt wird. Und wir haben heute schon gehört, in wie vielen Teilen unser Programm innere Sicherheit, Bildungspolitik, Asylpolitik, Schulpolitik, Verkehrspolitik Alternativen zu bieten hat. Ich muss das jetzt gar nicht alles wiederholen, aber ich glaube, ein Thema, das die AfD nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit am kompetentesten vertritt, ist das Thema, das die CDU einmal für lange Zeit ihr eigen genannt hat. Und das, meine Damen und Herren, ist die Familienpolitik. Ich sage das so klar, weil schon von Anbeginn, seit 2013, in der AfD sich Mitglieder zusammengefunden haben, die erstaunlicherweise Kinder hatten. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Menschen, die Kinder haben, sich mehr Gedanken um ihre Zukunft machen, als viele Politiker wie Angela Merkel, Claudia Roth und andere, die private Erfahrung gar nicht machen durften, wie es ist, über das eigene Leben hinaus zu planen. Das zeichnet uns aus, das macht die AfD einzigartig und dieses Alleinstellungsmerkmal sollten wir uns möglichst bewahren. Nun ist das Thema der Familienpolitik zwar kein Landesthema, aber die Kollegen hier im Landtag werden trotzdem sich dazu äußern. Und wissen Sie, ich bin stolz darauf, dass wir den Menschen, den Bürgern, nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen, auch die Möglichkeit zurückgeben wollen, mehr mitzuentscheiden. An ganz vielen Stellen. Sie wissen, direkte Demokratie ist etwas, wofür uns die anderen immer beschimpfen. Sie sagen, die AfD will die parlamentarische Demokratie abschaffen. So ein Unsinn. Das Musterland der Demokratie ist die kleine Schweiz. Die leben seit langer, langer Zeit mit dem Parlamentarismus und den Volksabstimmungen gleichermaßen. Und sie leben damit erstaunlicherweise sehr gut in diesem Europa, noch dazu außerhalb der Europäischen Union. Lassen wir uns nicht einreden, dass wir Deutschen dümmer seien als die Schweizer. Wir können das genauso. Und in diesem Landtag sollen Sie dafür streiten, Ihre Abgeordneten, dass es auch in Nordrhein-Westfalen besser möglich wird, für den Bürger direkt zu entscheiden. Denn Sie wissen, was Sie vor Ort brauchen. Sie brauchen nicht für alle Entscheidungen die sogenannten Berufspolitiker. Die sitzen in den Parlamenten, aber die sind in vielen Fällen eben auch nicht schlauer als Sie, wie Sie jeden Tag die Probleme vor Ort sehen. Bei einem Thema, bei dem die Bürger am wenigsten mitzureden, aber am meisten zu bezahlen haben, ist der Rundfunkbeitrag. Sie wissen sicher, dass die Alternative für Deutschland schon seit mindestens zwei Jahren in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, aber auch anderswo gegen diesen Rundfunkbeitrag zu Felde zieht. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass die Medien durchaus nicht so staatsfern berichten, wie das für einen Bürgerrundfunk eigentlich üblich wäre. Und deswegen werden wir in den kommenden Monaten unser Konzept eines neuen Bürgerrundfunks auch hier in NRW vorstellen. Wir sind der Meinung, dass die Teilnahme an diesem System freiwillig sein sollte, kein Zwangsbeitrag und dass Sie am Ende vor allen Dingen eines brauchen, verlässliche Informationen, Musikantenstadel oder Musik auf dem untersten Niveau von dem, was wir da drüben hören. Das muss nicht vom Bürger bezahlt werden. Das kann sich jeder privat gönnen. Wenn die AfD in den Parlamenten mehr Kraft gewinnt, dann können wir diesen Bürgerrundfunk umsetzen und dann werden wir auch dafür sorgen, dass das, was aktuell passiert, dass letztlich die Parteien darüber entscheiden, wer in den Rundfunkbeiräten sitzt, dass das wieder vom Bürger selbst bestimmt wird. In unserem Konzept schlagen wir vor, dass diese Rundfunkbeiräte zu mindestens zwei Dritteln von den Bürgern direkt gewählt werden können. Aktuell bestimmen die Parteien, wer in diesen Rundfunkräten sitzt, auch wenn die nicht alle
ein Parteibuch der CDU, der SPD oder anderer Parteien haben. Das halten wir für falsch. Einen neutralen Staat, den gibt es nicht, aber neutrale Parteien gibt es schon lange nicht. Und wenn das so ist, dann sollten zumindest alle gesellschaftlichen Kräfte bei einem Bürgerrundfunk beteiligt sein. Dafür werden wir uns einsetzen, meine Damen und Herren. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das heute schon angeklungen ist, das gar nicht unbedingt Bestandteil des Landtagswahlkampfes ist, aber dennoch letztlich über allem schwebt. Wenn wir über innere Sicherheit reden, wissen wir, dass die Lage sich verschlechtert hat. Wenn wir über die Bildungspolitik reden, müssen wir feststellen, dass nicht nur die Inklusion oder grüne Projekte wie die Frühsexualisierung oder das Genderprojekt zur Verschlechterung der Bildungsqualität beitragen. Nein, wir müssen feststellen, dass das, was Leif Erik Holm gerade sagte, dass eine unverantwortliche Asyl- und Migrationspolitik erst zu Verschlechterungen in vielen anderen Bereichen geführt hat. Angeblich ist dafür genug Geld da, während für kleine Klassen und mehr Lehrer und weniger Unterrichtsausfall kein Geld zur Verfügung steht. Und dann stellen wir fest, dass auch der Justizapparat offenbar im Jahr 2017 mehr Geldmangel hat als noch vor 20 Jahren. Und es liegt unter anderem nicht alleine, aber unter anderem daran, dass die Justiz seit 2013, 14, 15 mit so viel mehr Fällen belastet ist als vorher, weil unsere Verwaltungsgerichte permanent über Asylanträge zu befinden hat. Haben Sie von dem Fall gehört, des Asylbewerbers, der aus Thüringen nach Nordrhein-Westfalen gekommen ist, ohne dass unsere Behörden davon wussten und sich jetzt die Behörden in NRW und in Gotha darüber streiten, wer für die Abschiebung des kriminellen Asylbewerbers zuständig sei. Am Ende wird es niemand gewesen sein und am Ende ist kein Platz für ihn in deutschen Gefängnissen. Man schafft es nicht, diese Person aus Deutschland zu entfernen. Das ist kein Einzelfall. Sie wissen, Anis Amri hatte 14 Identitäten. Und auch offenbar hier waren unsere Behörden nicht in der Lage, für Ordnung zu sorgen. Wenn ein Staat es nicht mehr schafft, seine Gesetze durchzusetzen, auch im Asylrecht, meine Damen und Herren, dann nennt man das für gewöhnlich Staatsversagen. Und wir alle baden es aus. Das muss auch in Nordrhein-Westfalen endlich ein Ende haben. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen sich erinnern, was in Köln los war. In Köln waren die Gegendemonstrationen gegen die AfD am Ende ja nicht ganz so gigantisch wie von allen anderen Parteien angekündigt. Es waren keine 50.000, es waren am Ende vielleicht um die 10.000 Gegendemonstranten. Dass man das in einer Demokratie schon einen Erfolg nennen muss, ist schlimm genug. Aber viel schlimmer fand ich, was die Kirchen veranstaltet haben. Wissen Sie, ich bin in Nordrhein-Westfalen groß geworden. Ich habe in vielen kleinen Kirchen rund um Dortmund Gottesdienste und Trauungen gespielt und mich in dieser Atmosphäre immer sehr wohl gefühlt. Wenn ich heute höre, dass die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Köln Nachtgebete nicht für Demokratie, sondern gegen die AfD veranstaltet hat, da frage ich mich, was von diesen christlichen Kirchen und ihrer Nächstenliebe gegenüber allen Bürgern noch übrig geblieben ist. Da scheint nicht mehr viel zu sein. Offensichtlich verstehen auch viele Kirchenvertreter, und ich glaube, wir müssen hier zwischen einfachen Gemeindemitgliedern und den Kirchenfunktionären sorgfältig unterscheiden. Offensichtlich wissen die großen Kirchen nicht mehr, was ihr Auftrag in der Gesellschaft ist. Und offenbar unterliegen sie einem kapitalen Denkfehler. Sie reden davon, dass jeder Mensch gleich ist, und sie hören sich fast an wie die von Refugees Welcome, die immer rufen, kein Mensch ist illegal. Aber offenbar haben sie vergessen, dass es in diesem Rechtsstaat nur deswegen Freiheit und auch Religionsfreiheit gibt, weil wir Gesetze haben, die diese Religionsfreiheit schützen. Schafft man diese Gesetze ab, meine Damen und Herren, das scheint die Kirche vergessen zu haben, dann schafft man auch all diese Privilegien ab, für die viele, viele Menschen in Europa über Jahrhunderte auch gestorben sind. Das scheint die Kirche vergessen zu haben und es braucht offenbar eine neue Partei, sie daran zu erinnern. Bravo.
Lassen Sie uns deshalb in Nordrhein-Westfalen in den nächsten 5 Jahren nach dem 14. Mai dafür sorgen, dass Vernunft in diesem Land wieder einzieht, dass Bürger keine Angst davor haben, zu sagen, wen sie wählen, dass sie sich nicht für ihre Sympathie für eine Partei verstecken müssen und dass sie merken, dass das, was unter Toleranz und Zivilcourage verkauft wird, meistens nichts ist als letztlich eine versteckte totalitäre Ideologie. Diejenigen, meine Damen und Herren, die sich heute Antifaschisten nennen, die verhalten sich, als seien sie selbst Faschisten, und viele Bürger haben es noch nicht bemerkt. Und wer keine Argumente hat, der muss herumschreien. Wissen Sie, dann sollen Sie doch in unsere Diskussionsrunden kommen. Und so wie Stegner es gesagt hat, die AfD bei Themen wie sozialem Wohnungsbau, Energiepreisen und gerechtem Steuersystem entlarven. Ich freue mich auf diese Entlarvung, gerade von der SPD, die es nicht hingekriegt hat, nicht in diesem Land, dass ein Bildungssystem vernünftig Bestand hat, wo die Jugendlichen sich selbst über die Qualität ihrer Ausbildung beschweren, wo wir an Universitäten Zustände haben, die durchaus verbesserungswürdig sind. Und wo wir feststellen, dass der Reichtum dieses großen Bundeslandes, das einst einmal großes Geberland an Steuereinnahmen in diesem Land war, dass es heute zu den ärmsten Bundesländern und zum Schlusslicht gehört. Hier können wir vieles besser machen. Die AfD hat die richtigen Ideen dafür. Deswegen sorgen Sie für eine starke Fraktion ab dem 14. Mai im Düsseldorfer Landtag. Herzlichen Dank.